Hey Leute, mein Name ist Dominik und ich bin Ausbilder bei der L-Mobile. Wir sind ein Softwareunternehmen für Digitalisierung aus Sulzbach an der Mur und heute zeige ich euch mal, wie die Ausbildung zum Fachinformatiker bei uns abläuft. Los geht's! Die Ausbildung bei uns ist in die beiden Fachrichtungen Systemintegration und Anwendungsentwicklung unterteilt. Wie sich die beiden unterscheiden, zeige ich euch jetzt. Das ist ein Systemintegrator und das ein Anwendungsentwickler. Der wesentliche Unterschied dabei ist, dass ein Anwendungsentwickler Software schreibt und dementsprechend viel vom Arbeitsplatz aus arbeitet, wohingegen ein Systemintegrator mehr mit Hardware zu tun hat und dementsprechend öfters unterwegs ist. Aktuell haben wir 6 Azubis bei knapp 200 Mitarbeitern. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie die Ausbildung bei uns aussieht. Im ersten Lehrjahr geht es darum, Wissen aufzubauen, also die Zusammenhänge und die Abläufe in der Abteilung sowie im gesamten Unternehmen zu verstehen. Das ist Ronny, erst im ersten Lehrjahr und seit kurzem bei uns. Hi, ich bin Ronny, seit ungefähr 4 Monaten hier bei der L-Mobile. Und wichtig ist es am Anfang wirklich eine Prozessnähe zu entwickeln, zu verstehen, wie die Abläufe im Unternehmen sind, wer für was zuständig ist. Und die Hauptaufgaben bei mir sind das Tagesgeschäft abarbeiten, Geräte konfigurieren, schauen, dass die Hardware läuft. Das sind die ersten Aufgaben hier bei der L-Mobile. Weiter geht es mit dem zweiten Layer und dem Vertiefen von Wissen. Neben meinem internen Lernprojekt geht es auch darum, dem Azubi mehr Selbstständigkeit beizubringen. Darüber kann uns Kai mehr sagen. Genau. Aktuell entwickle ich mein Wissen ständig weiter. Ich mache das anhand von 2-3 Kundenprojekten. Dabei werde ich immer wieder mit neuen Problemen konfrontiert. Am besten dabei gefällt mir die Zusammenarbeit mit Kollegen und der Kontakt zum Kunde. Dein Abschluss machst du im dritten Lehrjahr, bei dem es darum geht, das gelernte Wissen anzuwenden und dich gut auf die Abschlussprüfung vorzubereiten. Gerade mittendrin hier ist Luca. Hi, ich bin Luca, 18 Jahre und seit 2 Jahren bei der Firma L-Mobile. Meine Aufgaben zurzeit sind die Übernahme von einzelnen kleinen Projekten, intern oder auch beim Kunde, sowie die Konfiguration von Endgeräten. Außerdem bin ich zurzeit mitten in der Prüfungsvorbereitung. Was du mindestens mitbringen solltest, ist ein guter Realschulabschluss und Interesse an den MINT-Fächern. Wenn du schon zu Hause mal das WLAN installiert hast, eine Webseite gestaltet hast oder an Weihnachten der Verwandtschaft immer erklären musst, wie das neue Smartphone funktioniert, dann bist du bei uns genau richtig. Selbstverständlich gibt es bei uns auch die Möglichkeit zu studieren. Wenn du dich jetzt noch fragst, was er die L-Mobile als Ausbildungsbetrieb bieten kann, fragen wir doch einfach Tobi aus der Personalabteilung. Hi, ich bin Tobi. Die L-Mobile ist ein zukunftssicheres, wachsendes und international tätiges Unternehmen. Aber was für dich ja viel wichtiger ist, wir schneiden die Ausbildung auf deine Bedürfnisse und Fähigkeiten zu. Du arbeitest in einem jungen, dynamischen Team, hast einen festen Mentor an deiner Seite, der dir mit Rat und Tat zur Seite steht. Und selbstverständlich hast du gute Übernahmechancen. Ich hoffe, du hast einen guten Einblick in die Ausbildung bei L-Mobile bekommen. Ich bin damals übrigens auch über die Ausbildung bei L-Mobile gelandet. Und jetzt freue ich mich, dich kennenzulernen. Vergiss nicht, mir deine Bewerbungsunterlagen zukommen zu lassen. Bis bald.